Herzlich willkommen zurück. Geil, dass du wieder mit am Start bist hier zu einer neuen Ausgabe der Gothic 2 Modifikation Die Rückkehr. Ja, und in den letzten Folgen haben wir uns hier in Jaqen da nochmal mit den Orks rumgekloppt. Das hat jetzt ein Ende. Oh, halt, stopp, 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 stopp. Halt, stopp. Aber mal sowas von halt, stopp. Das könnt ihr nicht glauben, wie sehr stopp. Richtig krass Stopp. Ich zeige euch auch kurz, warum. Das war jetzt gerade so krass halt Stopp, dass ich jetzt dafür sogar neu geladen habe. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Mir ist ein bisschen was runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich nehme an schon. So, und zwar halt Stopp im Sinne von... Dort habe ich ein Skelett gesehen. Kurz bevor ich mich wegteleportiert habe, habe ich dort ein Skelett stehen sehen. Und liebe Leute, das kann ich dort nicht einfach so stehen lassen. Schauen wir mal, ob es sich jetzt um eine Armee handelt oder nur um eins. What the f... Ich dachte gerade, das wäre ein schwebender Steinwächter. So, kennt ihr diese untoten Magier-Skelette? Die... So schweben, ne? Ohne Unterleib. Ich dachte kurz, es wäre so ein Steinwächter auf diese Art und Weise. Wir haben ja auch noch Orks. Oh nein. Diese dämonischen Skelettkämpfer. Heilige Scheiße. Skelette sind meine absoluten Hassgegner. Ja, wobei, gegen normale Skelette geht's ja einigermaßen. Aber diese dämonischen, mit denen ist echt nie zu spaßen. Dämonischen Skelette mag ich echt ganz und gar nicht. Du warst das, den ich hier gerade gesehen habe durchs Gitter. Kämpfen so nervig, das ist einfach so krass. Meine Reichweite ist einfach viel größer. War ein ganz guter Move. Ich werde jetzt einfach mal dieses Skelett dort links vernichten mit einem Untote-Vernichten-Zauber. Und das dämonische Skelett werde ich jetzt mal versuchen zu kämpfen. Das zockt einfach mein gesamtes Mana, das ist krass. So, ich bin gespannt, ob ich jetzt gegen dich bestehen kann. Nahkampf. Alter, das ist so übertrieben, wie viel Schaden der macht. Ich meine, ich verteile dem auch ein bisschen was, aber trotzdem, das ist so übertrieben, Mann. Wie kann man einfach nur mit so einem Untote-Vernichten-Zauber besiegen? Alter. Ey, ich weiß nicht, wie man die Mod als Krieger durchspielen soll. Das ist einfach so hardcore. Das ist so hardcore, das als Krieger zu spielen, ist einfach... Das ist Selbstgeißelung, möchte ich mal kurz sagen. Grenzt wirklich an Selbstgeißelung. Ich hab's jetzt testweise einfach mal gemacht, um zu... Oh nein, jetzt habe ich wieder nicht gespeichert, Alter. Und wisst ihr, der Schläfertempel ist halt voll von Skeletten. Und ihr seht ja jetzt schon, ich habe jetzt schon locker 3 Minuten nur damit gebracht, 2 Skelettkämpfer zu besiegen. Das ist einfach nicht schön. Wisst ihr, das ist einfach nicht schön. Und selbst wenn ich da jetzt im God-Mode... Weil es hat auch jemand damals geschrieben... bei der Folge, wo ich das halt erzählt habe, hat auch jemand dazu geschrieben, ja, cheate dich doch einfach in den God-Mode und kämpf dich so durch den Schläfertempel. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Der Sinn oder das Hauptproblem ist ja, dass ich einfach viel zu viel Zeit brauchen würde, um den ganzen Tempel zu clearen. Das wäre halt das große Hauptproblem. Ich glaube, das habe ich nicht so richtig rübergebracht. Weil, wie gesagt, ich mache halt kaum Schaden. Und ich habe halt nicht die passenden Massenvernichtungszauber. Und ja, ich habe zwar den Untote-Vernichten-Zauber, aber auch das würde ewig dauern, bis ich mich da durchgekämpft hätte. Auf diese Art und Weise. Das ist, und das kostet mir zu viel Zeit. Und es ging ja quasi darum, dass ich halt diese Zeit nicht, keine Lust habe, diese Zeit zu investieren in sinnlos, hirnloses Grinde.
wenn ich, wie gesagt, jetzt die passenden Zauber hätte, so untote Massenvernichtung oder so, und dann würde im Umkreis um mich herum alles umkippen, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich mir mal die 2 Folgen und mach das. Das ist okay. Aber so... So macht es einfach keinen Spaß. Mir jedenfalls nicht, also. Ich will jetzt nicht von anderen Leuten sprechen. Ja, bestimmt welche unter euch, die das halt geil finden, sich da so die Zeit zu nehmen. Habe ich auch Kommentare gelesen, dass es Leute gibt, die da gerne die Zeit da rein investieren und so ewig lang da halt rummachen und sich da durchkämpfen und was weiß ich nicht alles. Bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie gerade überhaupt gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen jetzt. Jetzt nicht mehr. So, hier haben wir aber keine Orks, ne? Das sind, okay, na gut, wenn das jetzt nur die paar da unten sind, dann ist das okay für mich. Dann nehme ich mir die Zeit und besiege die. Dann ist das in Ordnung. Blitzschlag ist ein sehr mächtiger Zauber, sollte ich jetzt nicht leichtfertig nutzen. Okay, euch drei schaffe ich auch noch. Ja. Meine erste Amtshandlung wird es jetzt erstmal sein, zu Galahad zu gehen und zur Bruderschaft, um zu schauen, was ich jetzt noch für Optionen wegen den Zaubern habe. Ich will wissen, was ich jetzt im Kreis 4 für Optionen habe, was Magie anbelangt. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Deshalb wird jetzt erstmal Galahad und alle Gurus in der Bruderschaft werden jetzt meine nächste Anspielstation sein. Weil, wenn ich ins Minental jetzt gleich wieder zurückkehre, um auf Drachenjagd zu gehen, Alter. Da muss ich mir definitiv was einfallen lassen. Weil das geht auf Dauer nicht gut, das kann ich euch jetzt schon sagen. Sehr schön. Der Leutnant hat sein Leben fast komplett verloren. Es sind auch nur die 2, okay, na dann. Der Leutnant, der bringt mir noch so einen Ring, den ich bei den Paladinen abgeben kann gleich. Da dürfte ich jetzt auch einiges an Erfahrung und Gold kriegen für diese Kriegsherrenringe hier. So. Und noch du und dann ist hier Ruhe. Ruhe im Karton. So, sehr schön. Jetzt erstmal in die Stadt teleportieren. Um dort Bericht zu erstatten. Ja, beziehungsweise erstmal nochmal den Paladin einen Besuch abzustatten und Galahad und zu gucken, was ich denn jetzt im Kreis 4 für magische Möglichkeiten habe. Ich habe 23 Lernpunkte, ich brauche nur noch... Oh, guck mal, wenn ich jetzt die ganzen Ringe abgeben werde, werde ich auf jeden Fall noch eine Stufe aufsteigen, das ist klar. Weil ich glaube, für jeden Ring kriege ich irgendwie 100 oder 200 Erfahrungspunkte und ich dürfte Dutzende Ringe haben. Also ich habe locker hier 18. Das dürfte jetzt so viele Erfahrungspunkte geben, dass ich jetzt nochmal ein Level absteige auf jeden Fall. Dann haben wir 33 Lernpunkte. Das ist eine grundsolide Basis, das ist Stufe 41 dann. Lebensenergie. Haben wir dann auch 1090, Entschuldigung. Also das dürfte alles gehen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Mir brauchst du das nicht zu sagen. So. Hier, du, Ingmar. Ah, nee, warte, Entschuldigung. Hier, Lord Hagen muss ich die Dinge abgeben. Ganz vergessen. Hier, erstmal. Ich trage das Auge bei mir. Du trägst das Auge und du hast es wieder zusammengefügt. Dann bist du ein erwählter Innos. Ich werde losziehen und alle Drachen im Minental töten. Geh mit Innos und vernichte das Böse mit seiner Macht. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Dann lass mal hören. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Sehr schön. Ich würde mich wundern, wenn du noch sehr viele von ihnen finden wirst. Oh ja. Gib mir ruhig weiter ihre Ringe.
Aber ich denke, die Botschaft haben die Orks jetzt verstanden. Hier, ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Sehr schön. Versuchen, seinen Schlüssel zu stehlen. Was ist das denn für ein Schlüssel? Das würde ich jetzt gerne mal probieren. Ich denke nicht, dass es funktioniert, aber Versuch würde ich drauf ankommen lassen. Mieser Klein. Ja. Dann komm. Du mieser kleiner Dieb. Okay. Ich könnte es jetzt noch 20 Mal probieren und beim 19. Mal würde es vielleicht funktionieren, aber da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Wir werden jetzt einfach hier hoch zu Galahad gehen mit 33 Lernpunkten. Also wir dürften jetzt auch, weiß halt nicht, Kreis 4. Was will der mir jetzt beibringen? Ich bin gespannt. Ich meine, er konnte uns zumindest Untote vernichten beibringen. Ein sehr wichtiger Zauber. Warte mal. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Er kann mir nur 3 magische Kreise beibringen. Wie lame ist das denn? Zeig mir deine Spruchrollen. Das ist ja hart öde. Hoffen wir mal, die Monster schrumpfen hier, auch wenn ich nicht weiß, was mir das bringen sollte, aber letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Ach so, bitter. Die kaufe ich mir auch alle, weil dann kann ich mir das Mana sparen. Oh, das ist jetzt so öde. Wirklich, der kann nur 3 Kreise beibringen? Das war keine große Sache. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Ist das enttäuschend. Das kann doch nicht wahr sein. Und es sind nicht mal gute Zauber. Mehr, ja, wobei Golem erschaffen ist vielleicht doch gar nicht so doof. Golem erschaffen ist eigentlich ganz okay, aber brauch halt Massenvernichtungszauber. Das nützt mir alles nichts. Ich komme sonst so nicht weiter. Das ist doch alles nur Gerede. Oh, weia. Jetzt hoffe ich, dass die Bruderschaft wenigstens Kreis 4. Bin ich Kreis 4? Ja, ich bin Kreis 4. Tage, Wochen. Monate. Jetzt hoffe ich wenigstens, dass mir die Bruderschaft noch irgendwelche Sachen beibringen kann. Mehr hey, was willst du? Das hätte er auch selbst. Ich suche magisches Wissen. Es ist noch zu früh. Okay, du kannst mir die Kreise beibringen. Ich glaube, für Zauber selber muss ich dann zu den Gurus gehen. Hey, das war doch schon vorher klar. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Wurzelschlingen könnte vielleicht so ein Massending sein, wo ich mehrere gleichzeitig sparen kann. Merk mir das mal vor. Merk mir mal Wurzelschlingen vor und guck noch mal kurz bei den anderen. Ein Alchemist fand einen Weg. Mit Hilfe eines Elixiers aus dem Sekret der Mindcrawler. Wie läuft die Krautproduktion? Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste, um genug für uns und den Handel mit anderen herzustellen. Ich will meine magische Kraft steigern. Wurde weitergetragen. Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab Menschen eine Vision. Ja, sehr viel mehr Gurus gibt's ja nicht. Oben gibt's noch einen. Machten sich auf. Es ist wirklich eigentlich nur Baldamib, der mir sowas beibringen kann. Wie gesagt, ich glaube, Wurzelschling könnte so ein Massenzauber sein, aber ich weiß es nicht. Altüren. Ziehen wir noch Magie? Nee. Oh, Spruchrollen hast du aber. Zeig mir deine Spruchrollen. Vielleicht hast du so eine. Ja, guck mal, hier ist so eine Wurzelschling-Spruchrolle. Kaufen wir mal beide. Eis und so. Ich werde mich da nicht einmischen. Lanze des Schläfers. Kaufe ich mir mal auch alle. Ah, so sehr viel Gold habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich versuche jetzt mal dieses Wurzelschling testweise mal auszuprobieren. Ich weiß es halt nicht, ich brauche irgendwas. Irgendeinen, mehrere Gegner. Ich muss es jetzt mal kurz testen. Wenn das nicht so ein Massenzauber ist, dann kann ich mir die Lernpunkte sparen. Ganz klar. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Viel hat sich geändert. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen, weil sie von der Gier nach Erz geblendet waren. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das ist jetzt. Das ist doch nichts Neues. Mich fragt ja keiner. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Tage, Wochen, Monate. Und das Lager wuchs heran. Mehr Männer kamen dazu, die dem Ruf des Schläfers gefolgt waren.
Das sind doch alles nur Gerüchte. Das hat's überhaupt nicht gebracht, Mann. Fuck, ich befürchte, da wird's keine Zauber geben, die mir da irgendwie jetzt weiterhelfen können im Winter. Shit. Das ist so belastend, echt. Das ist so belastend. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Viel hat sich geändert. Der Schläfer für viele wollten seine Zeichen jedoch nicht sehen, Digga, ich weil doch sie mit von der Gier nach Erz geblendet war. Okay, er wollte seinen Satz noch zu Ende sprechen. Naja. Was hast du denn noch so? Lanze des Schläfers. Kann ich auch gleich nochmal testen. Mana stehlen oder Windfaust. Hilft mir nicht gegen mehrere. Angst und Vergessen. Hilft mir nicht. Ein Sumpfgolem und Wurzelschlingen. Ich probiere mal kurz die Sache mit der Lanze des Schläfers. Weil, und ich erkläre es auch kurz, warum, weil die Spruchrolle macht 150 Schaden, Eispfeil macht nur 100. Vielleicht kann ich auf diese Art und Weise... Das hätte er auch selbst wissen können. Die Visionen wurden deutlich. Ist hier nicht irgendwo ein Rundtisch? Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers. Ah, hier gibt's gar keinen Rundtisch. Das ist doch mehr Ungläubige. Und oben bei Türen gab's, glaube ich, einen. Na, komm schon. So. Ich weiß halt nicht, diese Lanze des Schläfers, 150 Schaden macht die. Ich glaube, das wären 50 mehr als der Eispfeil. Das wäre zumindest mal ein Zauber, der mir vielleicht noch eher helfen könnte als zumindest der Eispfeil. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ey, das ist so belastend, Mann. Kreuz. Ohne Kreuz der Elemente, was zur Hölle? Was ist denn das Kreuz der Elemente? Ah, nee, ich hab schon gespeichert. Was ist denn Kreuz der Elemente? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zu wenig Rohstoffe. Was ist denn das Kreuz der Elemente? War das nicht noch die Sache hier mit diesem Dämon irgendwie? Das Spiel ist, glaube ich, gerade abgestürzt. Toll. Seit der Gründung des Lagers ist viel. Also, ich mache das jetzt wie folgt. Ich werde jetzt einfach noch nicht ins Minental gehen, sondern ich werde, bevor ich die nächste Folge aufnehme, werde ich nochmal recherchieren, ob es denn nicht doch eine Möglichkeit für mich gibt, an eine Rune Feuerregen, Eiswelle etc. zu kommen. Und. Alles klar bei dir? Hey, mein Retter. Alles klar, ich zieh weiter. Ich hau mich erstmal noch kurz aufs Ohr. Wie gesagt, und da werde ich erstmal gucken, ob es denn nicht doch eine Möglichkeit gibt, irgendwie an diese Runen zu kommen. Vorher brauche ich eigentlich gar nicht darüber nachdenken, ins Minental zu gehen, weil das einfach viel zu krass werden würde. Hey! Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Du mal nicht rum. Du hast wahrscheinlich nicht so viel zu tun wie ich. Hey. Du was Neues zu erzählen, Wolf? Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. Im Hintergrund höre ich Orks. Aha, alles klar, hier ist auf jeden Fall alles ruhig. Ein Urukai sogar. Direkt hier neben dem Hof und es hat keiner von denen gemerkt, Mann. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Werden die Sterne bauen. Ein Mistvieh weniger. Okay, das war Gott sei Dank mein Kill. Alter, wo geht ihr hin, ihr Trottel? Alter, ihr lauft direkt in euren Tod. Ihr Idioten. Ich bin von Idioten Okay, ich dachte gerade. Ich dachte gerade echt, die wollten sterben. Sag mal so, hätte ich denen auch zugetraut. Wie gesagt, ich muss irgendwie einen Weg finden, an so eine Massenvernichtungszauber zu kommen. Sonst wird das echt richtig dünn werden.
Sonst sehe ich da ehrlich gesagt nicht so viele Hoffnung für mich. Wirklich. Wirklich echt nicht. Sonst echt. Der stirbt. Okay, warte mal, dich locke ich weg. Damit ich deinen Kollegen da in Ruhe töten kann. Wie gesagt, ich schaue einfach mal hier nach der Folge. Treibe ich mal kurz Recherche und dann werde ich mal sehen. Ob und was es da für Möglichkeiten gibt. Weil außer Kloster, Wassermagier, Bruderschaft und Galahad fällt mir halt nichts ein. Es kann aber natürlich auch noch sein, dass es irgendwo versteckte Runen gibt. Weil manchmal, es ist ja selten so, aber manchmal kommt es vor, dass man eine Rune findet. Irgendwo versteckt in einer Kiste oder in, ja, irgendwo halt. Und es kann natürlich gut sein, dass so ein Zauber dann auch irgendwo, dass ich den irgendwo finden kann. Darauf bin ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen aus. Dass ich halt... Ach du Scheiße, der Typ ist ja lebensmüde. Ein Mistvieh weniger. Soll ich noch ganz dicht. Wie geht's dir, Benchel? Alles bestens, Kumpel. Mir war noch nie so ruhig zumute. Alles klar. Dann erhol dich mal weiter. Dem ist so ruhig zumute, dass er schon gegen Orks kämpfen will. So ruhig ist dem das. Jetzt will er auch noch gegen Suchende kämpfen, so wie es aussieht. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Die Benchel hält mir da die Blutfliege vom Leib. Echt. Oh, was ich natürlich noch testen könnte, wäre die Taktik mit den Einfrieren der Suchenden und dann diesen Glitch auszunutzen, um an so eine Rune zu kommen. Aber gut, selbst das würde mir jetzt erstmal noch gar nicht so viel nützen, weil das Problem ist ja, ich bin ja im vierten Kreis erst. Und im vierten Kreis kann ich ja noch gar keinen Unwetter, Feuerregen oder Eiswelle verwenden. Wisst ihr, was ich meine? Den aus Gunst des Erhaben. So, beten oder so, also spenden oder so ist nicht? Okay. Das hat einfach nur sehr lange gedauert. Genau, ist dieser dreckige Geizkraken hier. Ja, dass man von innen aus diesem geizigen Knorpel jetzt erwarten darf, das war ja irgendwie fast schon klar. So, hier haben sich auch ein paar Orks niedergelassen. Der Leutnant interessiert mich, die anderen sind mir egal. Leutnant. So. Drei sind auf jeden Fall machbar. Der Leutnant wäre ein Problem geworden sonst noch, aber... Wie gesagt, ich werde die jetzt nicht alle looten. Ich nehme jetzt noch den Leutnant mit wegen dem Ring. Die Ringe der Leutnants, die sind halt echt gut und wichtig. Unter der Brücke sind auch welche? Alter Schwede. Die haben sich ja hier echt überall niedergelassen. Geronimo! Stell euch vor, ich wäre genau auf dem gelandet. Ich werde jetzt nochmal gleich einen kurzen Abstecher in die Stadt machen. Kann ja sein, dass es dort noch ein paar Spruchrollen gibt, die ich kaufen kann. Und die würde ich mir zumindest noch holen, bevor ich hier dann irgendwelche Sachen nochmal verschwende. Und ich würde, bevor wir ins Minental gehen, auch nochmal in Mana investieren. Und ja. Hier, bevor ich euch bekämpfe, sollte ich erstmal meine Lebensenergie und meine Ausdauer noch ein bisschen erhöhen. Das sollte drin sein. Naja, und im Kloster würde ich bei Gorax vielleicht auch nochmal nach ein paar Spruchrollen gucken, weil wie gesagt, Runen sind ja einfach nicht drin.
Das ist sehr, sehr, sehr schade. Wirklich. Sehr, sehr schade. Irgendwas, was mir... Komm, die kann ich mir auch nochmal gönnen. So, das bringt mir nochmal ein paar Ausdauerpunkte. Okay, das sollte eigentlich genügen. Wie gesagt, dieses Wurzelschlingen, das ist im Grunde ja nichts anderes als einfach nur ein ziemlich sinnloses... Ja, es wäre halt wie Eisblock, aber wirklich was bringen tut mir das jetzt nicht. Ja, ein Schlag auf den Rücken macht echt mehr Schaden. Im Schnitt, das stimmt schon. Wie gesagt, also... Ich weiß halt nicht, was Kreis 5 noch offen hält, was Runen anbelangt. In der Bruderschaft. Vielleicht gibt es ja in Kreis 5 und Kreis 6 so einen ähnlichen Massenvernichtungszauber, aber das... Ah, ich weiß einfach nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Okay, warte mal. Hier machen wir wieder unsere altbewährte Taktik. Mit dem Eispfeil. Also, wenn das nicht getötet hat. Na gut, hat sich das halt getötet. Ich will wenigstens die Straßen mal hier ein bisschen von den Orks wieder freiräumen. So. Wie wenigstens wieder ein bisschen frei ist. So, und diesen Ring nehme ich mir auch nochmal mit. Zack. Ah, wie gesagt, gehen wir nochmal schnell bei Lord Hagen ab und dann gucken wir einfach mal, wie wir weiter verfahren hier. Oh, im Graben sind anscheinend auch noch welche. Orks, die blocken, sind langweilig. Da. Okay. Ah, die haben meistens eh nichts dabei. Zumindest nichts Brauchbares. Okay. Ja, dass Mika da vorne noch steht, das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, so nah wie die Orks jetzt schon an die Stadt rangekommen sind. Das ist wirklich irgendwie sehr verwunderlich. So, ich guck mal kurz, was Zuris an Zauberei noch so kurz dabei hat. Worum soll ich mich Zeig mir deine Ware. Kümmern? Der erzähle ich gar nichts mehr. Nee, oh, aber einen sehr interessanten Trank, den hole ich mir auf jeden Fall. Ja gut, je mehr Mana ich mein eigen nennen kann, desto besser. Ganz klar. Ich rede auch nochmal kurz mit Vatras, vielleicht kann ich ihm auch nochmal berichten, dass ich in Jaken da nochmal ordentlich aufgeräumt habe. Vielleicht geht das ja. Hier erstmal. Danke für deine Hilfe, das Auge Enos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Gut, hier, nimm ein paar Spruchrollen als Belohnung. Wegen der Expedition, 500 Erfahrungspunkte gab's, sehr gut. Ja, was kannst du mir berichten? Es hat ein kleines Problem gegeben, Orks sind ins Tal eingefallen. Satoras und die anderen Wassermagier mussten sich in den Tempel nahes antiken Ruinen zurückziehen. Sie befürchten, dass die Orks vom Portal nach Corinnes Kenntnis erhalten hatten und konzentrieren sich deshalb auf ihre Kraft, auf seine Verteidigung. Der Kampf gegen die Orks erfordert den Mann, deswegen könnten sie niemanden schicken, um von der schrecklichen Lage zu berichten. Sie haben das Richtige getan und wie ist die momentane Situation? Es ist alles in Ordnung. Vater? Ich habe mich um das Problem gekümmert, keine Bedrohung mehr. Wassermagier sind sicher und ich habe in der Zwischenzeit erneut damit begonnen, die antiken Überreste Jakendas zu studieren. Bei Adanos sind wirklich gute Neuigkeiten, die du mir bringst, mein Sohn. Hier nimm das als Lohn für deine Mühen. 1000 Goldstücke. Oh, das ist doch nett. Das ist doch nett. Hey, du. Hast du noch irgendwas? Nö. Okay. Dann jetzt nochmal fix zu Lord Hagen. Die nächsten paar Ringe abgeben. Nochmal ein bisschen Erfahrung und Geld einstreichen. Und dann... Ja, werde ich in der nächsten Folge nochmal gucken, ob es hier in der Stadt noch ein paar Händler gibt, die mir ein paar Spruchrollen verkaufen können. Und... Ja, dann versuche ich mich so gut es geht aufs Minental vorzubereiten. Und dann werden wir mal sehen, wie... Das dann. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie das dann ablaufen wird, wie ich dann vorgehen werde. Wegen Zauber werde ich nochmal gucken und nochmal kurz recherchieren und ja.
Mal sehen. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Dann lass mal hören. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Würde mich wundern, wenn du noch sehr viele von ihnen finden wirst. Bring mir ruhig weiter ihre Ringe. Aber ich denke, die Botschaft haben die Orks jetzt verstanden. Hier, ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Sehr schön. Nochmal kleine Auffrischung meiner Finanzen. So, und dann, ja, würde ich einfach mal sagen, ich danke recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Episode geht's weiter. Der Folge 181 dann. Und dann brauchen wir nur noch eine weitere Folge. Und dann haben wir mehr als die Xeris-Rückkehr. Es ist Xeris-Rückkehr-Let's Play. Sehr, sehr krass. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen, für den Support. Haut rein, bleibt gesund und ciao.